Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein Video zum Thema Sparen gemacht und daran möchte ich heute gerne in diesem Video anknüpfen. Denn wir haben uns in den letzten Monaten ein paar Sachen an- bzw. abgewöhnt, mit denen wir wirklich nochmal ordentlich Geld sparen. Und deswegen dachte ich, ich teile heute das Ganze mit euch. In dem letzten Video ging es ja hauptsächlich nur um das Thema Haushaltsgeld, also das, was man monatlich für Lebensmittel und so weiter ausgibt, so für den täglichen Gebrauch. Auch darum soll es heute ein bisschen gehen, aber es geht auch um das persönliche Taschengeld, nenne ich es jetzt mal. Das, was ich beispielsweise jeden Monat so für Vergnügen ausgebe. Also so diese Kleinigkeiten, die eigentlich nicht zwingend sein müssen, die aber das Leben ein bisschen schöner machen. Im ersten Video habe ich schon gesagt, dass wir, was das Haushaltsgeld angeht, nur Bargeld zu Hause haben, nur mit Bargeld hantieren. Und das mache ich jetzt auch mit meinem, ich nenne es jetzt einfach mal Taschengeld, mit meinem Taschengeld. Ich mache das so, dass ich mir für jeden Monat ein bestimmtes Budget analog zum Haushaltsgeld festgelegt habe, was ich für Vergnügungen ausgeben darf. Mal einen Kaffee trinken, mal ein Buch, mal dies, mal das. Halt so diese Sachen, die man, wie gesagt, die einen einfach glücklich machen, die aber nicht zwingend sein müssen. Und dieses Budget hebe ich am Anfang des Monats ab. Und ich finde, das ist einfach immer eine super Möglichkeit, weil man so einfach wirklich sieht, wie das Geld verschwindet, was man ausgibt. Und dann fällt es einem einfach so ein bisschen leichter oder man geht nochmal überlegter an Ausgaben ran. So geht es mir zumindest, weil ich einfach sehe, okay, ich habe jetzt nur noch 20 Euro im Portemonnaie. Brauche ich dieses Teil jetzt wirklich unbedingt oder brauche ich es nicht? Falls ich Sachen jetzt online bestelle, dann nehme ich das meistens zu diesem Betrag aus dem Portemonnaie raus und lege es zur Seite dann schon mal für den nächsten Monat oder so. Aber ich versuche da wirklich extrem drauf zu achten und ich kaufe dadurch automatisch viel, viel überlegter ein. Und das bringt mich nämlich auch schon zum zweiten Punkt. Ich vermeide komplett Impulskäufe. Ich glaube, wir kennen das alle, oder? Wir sind in einem Laden und sehen etwas, das wir richtig, richtig schön finden. Sei es jetzt ein Pulli oder weiß ich nicht, weil ich habe das manchmal auch bei Tassen, halt so diese kleinen Kinkerlitzeln. Früher waren das dann solche Sachen, so ich finde es schön, ich brauche das, ich kaufe das. Aber eigentlich sind das ja solche Sachen, beispielsweise jetzt bei Tassen. Also ich habe früher ständig Tassen gekauft, weil ich kaufe das immer noch gerne. Aber ich weiß einfach, ich habe einen Schrank voller Tassen hier zu Hause. Und ich überlege einfach, okay, muss diese Tasse jetzt sein oder ist das eigentlich völlig unnötig? Gefällt sie mir wirklich so gut, dass ich jetzt diese 10 Euro, was auch immer, dafür ausgebe? Ich mache das dann meistens so, dass ich diesen Gegenstand, der mir sehr gut gefällt und den ich eigentlich gerne sofort kaufen würde, erstmal noch eine Weile in der Hand halte, während ich dann so ja, durch den Laden schlender und mir den Rest angucke. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass ich dann hinterher denke, nee, also das ist zwar schön und eigentlich hätte ich es gerne, aber so gerne jetzt auch wieder nicht. Eigentlich ist es nur Kleinkram, der dann zu Hause rumsteht und verstaubt und diese 10 Euro ist es das jetzt auch nicht unbedingt wert. Und ich stelle es dann wieder zurück und wie gesagt, früher habe ich das ganz, ganz viel gemacht, ganz viele dieser Impulskäufe. So, ich sehe etwas, ich finde etwas schön, ich kaufe es. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Dadurch spare ich natürlich einerseits Geld und zweitens habe ich einfach weniger Firlefanz zu Hause rumstehen. Ein ganz, ganz großer Kostenpunkt war für mich früher Kaffee to go. Vor allem, als Mino noch ein kleines Baby war, da bin ich stundenlang mit ihm durch die Gegend gelaufen. Er war im Kinderwagen und hat gepennt und ich habe mir dann beim Bäcker oder in einem Café halt ne, einen Kaffee to go geholt und habe den getrunken während des Spaziergangs und ich habe diese Momente auch sehr genossen. Heutzutage passiert das eher selten, dass wir solche langen Spaziergänge noch machen, weil Mino ist jetzt 2 Jahre alt und er bleibt auch einfach nicht mehr so gerne so lange im Kinderwagen sitzen. Aber hin und wieder passiert das doch noch und ich mache das auch immer noch gerne, dass ich dabei einen Kaffee trinke. Aber so diese Kosten für den Kaffee, das läppert sich doch ordentlich. Mal im Ernst, rechnet mal hoch, was ihr im Monat für Kaffee to go ausgibt. Macht das mal. Aber natürlich möchte ich unterwegs auch gerne mal einen Kaffee trinken. Deswegen habe ich Anfang des Jahres in eine gute Kaffeekanne oder ne, so einen Thermosbecher investiert. Ich habe mir einen von Emser gekauft, kann ich sehr empfehlen, finde ich richtig gut. Und wenn ich weiß, so wir machen jetzt einen Ausflug oder ich gehe mit Mino spazieren, dann fülle ich mir Kaffee von zu Hause um.
Also ich koche mir eine Kanne Kaffee, fülle mir meinen Thermosbecher, wo auch echt richtig viel reingeht und nehme mir den immer dann von zu Hause mit. Also das letzte Mal, dass ich mir einen Kaffee unterwegs gekauft habe, ist echt richtig lange her. Und wie gesagt, es ist wirklich bares Geld, was man dadurch spart. Ich liebe ja Bücher und ich kaufe mir hin und wieder auch gerne Bücher. Und diejenigen, die mich schon länger kennen, die wissen das, dass ich total gerne lese und das auch schon immer gerne gemacht habe. Und wie gesagt, ich kaufe mir auch gerne zwischendurch Bücher, weil es mich glücklich macht. Und ich finde, solche Sachen, die einen glücklich machen, die sind auch völlig legitim. Was ich mittlerweile aber auch mache, dass ich solche Sachen wie Bücher häufig gebraucht kaufe, über Rebuy beispielsweise. Ich habe überhaupt gar keinen Vertrag damit, dass da jemand schon mal was vorher gelesen hat. Was mich aber auch richtig, richtig glücklich macht, ist es, in die Bibliothek zu gehen. Da komme ich ja auch sozusagen mit neuen Büchern nach Hause. Bücher, die für mich neu sind, weil ich die Geschichten noch nicht kenne und ich könnte da stundenlang stöbern und ich komme meistens wirklich immer mit einem Riesenberg Bücher nach Hause, die ich alle überhaupt nicht lesen kann. Ich muss die mal 10.000 Mal verlängern, ich glaube, es geht ja aber nur maximum 3 Mal. Das macht mich richtig glücklich und so ein Bibliotheksausweis ist echt nicht teuer und mich macht das wirklich fast genauso glücklich, wie wenn ich die Bücher für mich kaufen würde. Mein Bibliotheksausweis hier in der Stadt Köln, ich habe jetzt erstmal einen für 6 Monate gemacht. Ich glaube, der hat 20 Euro gekostet. Für ein halbes Jahr 20 Euro kannst du dir unendlich viele Bücher ausleihen. Finde ich der Hammer. Und habe ich ja auch schon mal in einem anderen Video gesagt, für die Kleinen kann man da natürlich auch ganz viel ausleihen. Tonis, CDs, DVDs, Kinderbilderbücher, alles. Apropos Lesestoff, was ich gar nicht mehr mache, ist Zeitschriften kaufen. Das war etwas, das habe ich früher super häufig gemacht, vor allem freitags, irgendwie vor einem Wochenende, habe ich mir eine InTouch gekauft und eine Glamour und ich weiß nicht, was es noch alles gab, was ich gerne gelesen habe, in Anführungszeichen. Ich habe mir die gekauft und dann bist du ja auch irgendwie, so eine Zeitschrift kostet ja auch mindestens irgendwie 2,50 Euro oder so. Wenn du dir da mehrere von kaufst, bist du da ja auch irgendwie super schnell echt viel Kohle los. Aber die Sache ist ja, man liest die ja überhaupt nicht richtig. Also du hast ja echt nicht lange was davon. Ich habe die meisten Zeitschriften immer einfach nur so durchgeblättert. Ja, es hat mich in dem Moment irgendwie glücklich gemacht, weil es war für mich halt irgendwie so ein Gemütlichkeitsding, dass ich dann da halt irgendwie auf dem Sofa saß und gemütlich durch eine Zeitschrift geblättert habe. Aber das ist etwas, das fehlt mir überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich diese blöden Zeitschriften nicht mehr hier zu Hause rumfliegen habe und dass ich das Geld dafür nicht mehr ausgeben muss. Und ich finde, die meisten Infos, die da drin stehen, die kriegt man auch im Internet. Also da muss man jetzt nicht die 2,50 Euro für so eine blöde Zeitschrift für ausgeben, finde ich. Was wir ebenfalls auch nicht mehr machen, wodurch wir jeden Monat, zwar auch nur so einen kleinen Betrag, aber wodurch wir jeden Monat tatsächlich Geld sparen, ist Kabelfernsehen. Das haben wir nämlich gekündigt, als wir in unsere jetzige Wohnung gezogen sind. Beziehungsweise wir haben es nicht gekündigt, wir haben hier einfach überhaupt gar keinen Vertrag fürs Kabelfernsehen abgeschlossen. Weil wir über sowieso kein normales Fernsehen gucken. Wir nutzen das nicht. Wir gucken nie normales Fernsehen. Wenn wir Fernsehen gucken, halt immer Netflix oder Amazon Prime, ne? So haben wir halt beides. Wir haben Amazon Prime, wir haben Netflix und dann hatten wir auch noch Kabelfernsehen, aber das, wie gesagt, wir gucken kein normales Fernsehen mehr und dann war für uns einfach der logische Schluss, so warum sollen wir die, ich weiß nicht, was das im Monat kostet, das ist ja jetzt auch nicht so viel, aber warum sollen wir denn dieses Geld ausgeben, wenn wir das überhaupt nicht nutzen? Deswegen haben wir den Kabelanschluss gekündigt und auch das vermissen wir null. Jetzt kommen wir auch so langsam in die Sparte, wo es so Richtung Haushaltsgeld geht, weil was wir auch nicht machen, war früher auch so ein bisschen anders, aber mittlerweile machen wir das gar nicht mehr, dass wir sämtliche Getränke zu Hause haben bzw. einkaufen. Zu Hause trinken wir nur Wasser. Wir geben kein Geld mehr für irgendwelche Softdrinks oder Säfte oder sowas aus. Und auch das fehlt uns halt gar nicht. Wenn wir mal Gäste haben oder für besondere Gelegenheiten oder so, dann kaufen wir auch mal was anderes, eine Limo oder einen Kasten Bionade oder so. Aber so für uns, für den normalen Gebrauch, reicht uns Wasser vollkommen aus. Ganz, ganz selten ist es so, dass ich abends mal, also manchmal überkommt mich so diese richtige Lust auf eine Cola.
dann gehe ich halt abends auch mal kurz in den Getränkemarkt nebenan und kaufe mir, ne, so diese kleinen Cola-Flaschen, also eine so eine kleine Cola-Flasche und trinke die. Und dann bin ich auch happy und glücklich, aber wir haben sonst sowas nie zu Hause. Wir sind mit dem Wasser total zufrieden. Auch unser Sohn trinkt eigentlich nur Wasser und er trinkt das auch mit am liebsten. Wenn er denn da mal einen Saft möchte, dafür haben wir einen Safter hier und machen den Saft dann immer selber. Ich habe ja schon in dem anderen Haushaltsgeld-Spar-Video erzählt, dass wir immer einmal die Woche einen großen Einkauf machen für die gesamte Woche mit einer Einkaufsliste, an die wir uns auch zu 100% halten. Und das, also was ich jetzt sage, das machen wir aber schon sehr lange, aber ich glaube, dass viele das oder manche das doch nicht so machen, ist tatsächlich, also wirklich bei Discountern einkaufen gehen. Wir bekommen bei unserem Wochenendeinkauf nicht immer alles beim Discounter, bei Aldi oder bei Lidl. Solche Sachen wie jetzt beispielsweise mal Sojasauce oder so, das kaufe ich dann im Rewe und ich sehe es halt immer wieder, wenn ich dann beim Rewe an der Kasse stehe, dass da Leute halt wirklich ihren Großeinkauf machen und die dann und da dann halt auch echt teilweise 200 Euro für so einen Einkauf ausgeben, wo ich denke, okay, beim Discounter kriegst du das eigentlich genau die gleichen Sachen, aber du zahlst halt wirklich viel, viel weniger für diese Menge. Und das ist mir irgendwie manchmal immer noch so ein Rätsel. Ich will damit ja jetzt auch keinem irgendwie auf die Füße treten oder so, aber das ist für mich, für uns persönlich, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde, die Discounter heutzutage, die haben ja auch wirklich eigentlich alles da. Sie haben ja teilweise auch Markenprodukte da, wie Lidl beispielsweise. Die haben ja auch immer, die haben ja auch im regulären Sortiment auch manche Markenprodukte und auch manche auch immer mal im Angebot. Und wer jetzt irgendwie auch auf Bioprodukte Wert legt oder so, auch sämtliche Discounter haben ja mittlerweile auch eine eigene Biomarke. Von daher finde ich, man bekommt da ja mittlerweile eigentlich auch echt alles, was man braucht. Und daran anschließend Eigenmarken. Die Eigenmarken der Supermärkte bzw. Discounter, meiner Meinung nach, sind diese Produkte genauso gut wie das beworbene oder das Produkt aus der Werbung. Weil das ist ja meistens das, wofür man noch irgendwie ein bisschen mehr für zahlt, dadurch, dass dieses Produkt groß vermarktet wurde. Dadurch ist es dann ja häufig auch teurer, aber das eigentliche Produkt unterscheidet sich ja häufig von, also Marke gegen Eigenmarke unterscheidet sich ja häufig nicht besonders. Wir haben manche Sachen, da kaufen wir tatsächlich Markenprodukte, weil wir da halt doch einen Qualitätsunterschied festgestellt haben. Wo wir es jetzt aber seit kurzem beispielsweise nicht mehr machen, ist Waschmittel. Wir haben jahrelang nur Perwoll-Waschmittel genutzt, weil mein Mann immer den Eindruck hatte, dass bei allen anderen Waschmitteln seine Sachen ständig einlaufen. Und warum? Wie? Keine Ahnung. Weiß ich auch bis heute nicht. Aber so eine so ein Ding Perwoll ist halt auch echt teuer. Wir haben das immer gemacht, wir haben das immer nur im Angebot gekauft, komme ich auch gleich im nächsten Punkt nochmal zu. Aber ich habe dann doch testweise mal das Feinwaschmittel der DM-Eigenmarke ausprobiert. Und ich muss sagen, das funktioniert genauso gut wie das Perwoll. Also da stellen wir überhaupt gar keinen Unterschied fest. Alles super und es kostet tatsächlich, glaube ich, fast die Hälfte. Also das finde ich schon krass. Aber trotzdem haben wir, wie gesagt, manche Sachen, wo wir nur die Markensachen oder nur das Markenprodukt kaufen. Kaffee ist beispielsweise bei uns so eine Sache. Wir trinken am liebsten Melitta-Kaffee, weil das schmeckt uns einfach am besten. Also wir haben wirklich alles durchprobiert. Und da muss ich sagen, da lohnt es sich auch. Und der ist ja eigentlich so regulär, wenn man den kauft, echt teuer. Ich glaube, der, den wir trinken, der kostet so ein Pack, ich meine 5,50 Euro circa, normal. Aber wir kaufen das nur im Angebot. Wir haben eine sehr, sehr praktische App installiert. Ich glaube, sie heißt Kaufda. Und in Kaufda sind halt sämtliche, ihr kennt so diese Angebotskataloge von sämtlichen Supermärkten und Discountern drin. Und ihr könnt da suchen. Ihr könnt da suchen, welches Produkt ihr kaufen möchtet. Und dann zeigt er euch, wo dieses Produkt gerade im Angebot ist oder demnächst im Angebot sein wird. Und das machen wir mit dem Kaffee, da geben wir dann unseren Kaffee ein und dann sagt er, ist nächste Woche im Rewe im Angebot für 3,50 Euro das Stück. Das heißt, wir sparen dann pro Stück ca. 2 Euro und dann kaufen wir halt auch wirklich so eine ganze Palette, ne? Also so ein ganzes Pappkarton-Ding voll mit Kaffee.
Das sind 10 Packungen oder so. Also, ne, ihr versteht, was ich meine. Wir kaufen im Angebot dann halt eine große Menge. Und das machen wir halt immer so. Wir machen das beispielsweise auch mit Barilla-Nudeln. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass bei Nudeln ist es mir eigentlich ziemlich wurscht, ob das jetzt Barilla ist oder nicht. Aber mein Mann legt halt Wert drauf, dass es Barilla ist. Und deswegen kaufen wir Barilla auch nur im Angebot und dann machen wir das nämlich genauso. Wir nutzen diese App und gucken, wo ist Barilla als nächstes im Angebot und gehen dann dahin und kaufen einfach richtig, richtig viel davon ein. Und ich sage euch, das lohnt sich. Nutzt das, macht das. Also wenn ihr Produkte habt, wo ihr sagt, okay, da muss es die Marke sein, weil das schmeckt mir am besten oder das funktioniert am besten, guckt, wo ist das im Angebot und kauft dann einfach mehr davon ein. Ja, so viel zu dem heutigen Video. Das sind die Sachen, die wir machen bzw. die wir nicht mehr machen und dadurch wirklich ordentlich Geld sparen. Ich kann euch keinen Betrag nennen im Monat, was wir dadurch jetzt sparen. Aber ich habe das im letzten Video zu diesem Thema auch schon gesagt. Ich bin der Meinung, Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn es 2 Euro sind, die man pro Packung Kaffee spart, es sind 2 Euro, verdammt. Also das ist auch Geld. Falls ihr noch Tipps habt, wie ihr auch ordentlich Geld spart, dann schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare, damit ich es lesen kann und damit alle anderen es natürlich auch lesen können. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid und sage bis dann. Tschüss!